Willkommen hier bei Asphaltart. Ich bin schon wieder am Grinsen und ich weiß gar nicht, warum ich das Auto immer nicht von Anfang an zeige. Ihr seht es ja sowieso im Videotitel und im Thumbnail. Hinter mir steht der nagelneue, faceliftete Bentley Bentayga S. Und was bedeutet das, wenn ich vor der Kamera rumhample, hier auf Asphaltart mit so einem schönen Auto? Na klar, Verbrauchsfahrt, denn was als der Verbrauch interessiert uns hier draußen an so einem 340.000 Euro Luxus-SUV, muss man ja wissen, ob man sich jetzt einen Bentayga rauslässt oder vielleicht doch irgendwie so einen Aston Martin DBX oder sowas. Eine schwere Entscheidung. Ich weiß, ich helfe euch gerne dabei. Und dieses Mal gibt es einen schönen Effizienztest hier bei Asphaltart. Das Ganze wie immer präsentiert von unserem Partner leasingmarkt.de, Deutschlands Nummer 1 zum Thema Autoleasing. Und bevor wir jetzt hier auf die Bahn gehen, gibt es für euch erstmal ein paar Detaileinblicke zu diesem wunderbaren Auto hinter mir. Wir fangen natürlich unter der Haube an und hier treibt ein turboaufgeladener 4 Liter großer V8 Benziner sein Unwesen. Der produziert 550 PS und 770 Newtonmeter Drehmoment. Dieser bescheidene Rasenmähermotor beschleunigt dieses fette SUV in 4,5 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Schluss ist erst bei 290 und er soll dabei laut WLTP-Zyklus nur 13 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen. Und diese 4,5 Sekunden sind insbesondere deshalb so beeindruckend, weil der Bentayga schlappe 2416 Kilo Fahrzeuggewicht auf die Waage bringt. Getankt wird hier hinten rechts 85 Liter Super Plus passen in den Tank. Das bedeutet, ich habe eine theoretische Reichweite von 650 Kilometern bei WLTP-Verbrauch. Unser Testwagen rollt auf 22 Zoll Alufelgen, dahinter eine gigantische Keramikbremse und wir sind bereift mit Pirelli P-Zeros in den Dimensionen. Jetzt muss ich mal runterkrabbeln, 285 40 ZR22 und das übrigens ringsum an allen vier Rädern. Das Platzangebot hier vorne ist ganz einfach mondän. Ich finde, das ist in dem Auto eigentlich echt uninteressant, denn Überraschung, Überraschung, wer hätte das gedacht? Mit 1,84 Meter habe ich ausreichend Platz im Bentayga. Kommt lieber mal rein und lasst uns hier so ein paar Details entdecken. Für mich ganz persönlich in jedem Bentley ein Highlight sind diese Schalter. Damit stelle ich nämlich ein, wie viel Luft durch meinen Luftdurchströmer kommt und das fühlt sich so gut an. Jeder, dem es schon mal in seinem Leben vergönnt war, einen solchen Schalter zu bedienen, der wird verstehen, warum ich den jetzt die ganze Zeit rein und raus fahre, weil es einfach so weich läuft und das so perfekt verarbeitet ist und sich dieser aus dem Vollen gefräste Nupsi so gut anfühlt. Nächstes Detail, gleiches Thema. Diese Massivität, diese Massiveness, diese Fettheit dieses Fahrstufenwahlhebels, diese Metallspange hier, das ist tatsächlich Metall, das sieht nicht nur so aus, auch das ist einfach aus einem Stück CNC gefräst. Dazu dieser dicke Knopf hier oben, um die Fahrstufe zu wählen. Allein schon, wenn du dich hier reinsetzt, den anlässt und dann klonk D einlegst, merkst du, yes, hier war alles teuer. Und dann halt auch so allgemein, ne, die Material- und Verarbeitungsqualität. Guckt euch mal diese Naht an. Jedes Lenkrad bei Bentley wird von Hand von einem einzelnen Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin zusammengenäht. Und das sieht und spürt man einfach. Das ist einfach perfekt. Ich finde aber auch nicht alles perfekt hier drin. Es gibt auch Punkte, da denke ich mir, nee, das geht besser. So zum Beispiel dieses Panel hier. Das sieht ja aus, als ob das eine richtige Struktur hätte, hat es aber nicht. Das ist nur Optik. Und in so einem teuren Auto würde ich mir doch wünschen, dass ich wirklich so eine Metallstruktur hätte. Außerdem nerven mich die Becherhalter. Erstens verstehe ich nicht, warum sie nicht beheizt und gekühlt sind. Und zweitens sind die so stramm, wenn du hier eine Getränkedose reinstellst und die rausnehmen willst, musst du immer wahnsinnig aufpassen, dass du hier nicht kleckerst. Aber hey, irgendwie ist das dann auch alles ganz schnell wieder vergessen, wenn du hier einmal so einen Knopf betätigst. Und damit meine ich nicht mal den, dazu kommen wir gleich, sondern die hier. Das ist zum Beispiel die Klimaanlage. Ich bin extra ganz leise, damit ihr das hört. Dieser Klick, wie sich das anfühlt, wie das hier alles geriffelt ist ringsrum, das ist einfach handwerkliche Perfektion. Und ja, dann kommt natürlich der hier. Hört mal genau hin. Ja. Das ist nicht aufdringlich, das ist trotzdem richtig kraftvoll. Da hört jeder von außen, okay, da ist gerade ein richtig großer Motor angesprungen. Jedes Mal, wenn ich mit dem Auto mal irgendwo stehe und den anlasse, selbst im Komfortmodus, geht der wirklich deutlich hörbar an.
aber trotzdem ist das nicht aufdringlich. Das ist nicht prollig und schlägt einem nicht ins Gesicht, hier bin ich, sondern das ist so ein richtig kraftvolles, wummerndes, so ein Anspringen, sodass jeder gleich merkt, alles klar, hier sind wir einfach in einer ganz anderen Liga unterwegs. Und ich weiß, das ist so stumpf und so auch eine dumme Sache, aber ich kann euch eins sagen, wenn du in dem Auto sitzt und hier den Startknopf drückst, das fühlt sich einfach richtig gut an. Und in dem Moment hat sich der Preis gelohnt. Den habe ich ja noch gar nicht genannt. Das mache ich gleich. Und auch hier hinten ist es jetzt wenig überraschend, dass ich mit 1,84 Meter absolut ausreichend Platz habe. Ich kann mir hier noch ein kleines Tischchen ausklappen zum Arbeiten. Wir haben hier auch das Rear Seat Entertainment ausgestattet, auf dem ich sehen kann, was da vorne passiert. Wo bin ich auf der Karte? Wie weit muss ich noch? Ich kann alle Medien steuern. Ich kann hier natürlich die ganzen Fensterrollos steuern, so wie zum Beispiel das hier neben mir. Kann damit natürlich auch alle Fenster steuern. Das geht selbstverständlich alles elektrisch. Die versenken sich nicht komplett. Verstehe ich nicht. Wir haben klar auch einen Einklemmschutz, ja, wenn man hier hinten mal Kinder sitzen hat, denn der Beteiger ist tatsächlich ein recht beliebtes Familienauto. Und dann gibt es, wenn man das Rear Seat Entertainment dazu gewählt hat, auch noch mal ein paar Kopfhörer, die man hier hinten verbinden kann. Das Ganze selbstredend, ohne Kabel. Die sind sogar Bentley gebrandet, hat noch nie jemand ausgepackt. Das Auto ist ganz neu. Was für eine Ehre. Daher packe ich es hier mal lieber schnell wieder ein. Wahrscheinlich kostet so ein paar Kopfhörer so viel, wie ich in einem Monat verdiene. Ein klitzekleines Highlight gibt es hier hinten dann aber noch. Ich habe hier nämlich ein Control Panel. Das nehme ich einfach mal raus. Dann fährt mir das hier so entgegen und dann kann ich das von so einem Magnet ablösen. Und mit diesem Control Panel kann ich dann hier hinten auch alles steuern. Die ganzen Rollos nochmal und habe dann auch die Kontrolle über meine Sitze und habe dann natürlich hier hinten auch Sitzbelüftung, Sitzheizung. Was mir hier fehlt, im Bentayga S wohlgemerkt, ist eine Sitzmassage hinten. Es gibt ja dann noch den Bentayga EWB, also Extended Wheelbase, der ist nochmal länger. Da ist hinten noch mehr Platz. Dann bekomme ich hier natürlich auch eine Massagefunktion. Und für wen das interessant ist, ich habe hinter Beifahrer und Fahrersitz auch dann nochmal Isofix-Bügel, um hier einen Kindersitz zu befestigen. Und natürlich auch eine Mittelarmlehne mit zwei Becherhaltern. Die wirkt aber im Verhältnis zum ganzen restlichen Auto fast schon ein bisschen schnöde. Besonders schön ist natürlich, dass ich auch hier hinten von diesem riesigen Glasdach profitiere. Also man kann hier hinten sehr gediegen sitzen. Und wenn das noch nicht reicht, dann kann man auch noch sagen, okay, ich möchte ein bisschen aufrechter sitzen oder ich möchte ein bisschen nach hinten gelehnt sitzen. Wobei ich hier aber auch sagen muss, eigentlich müsste das doch elektrisch sein. Wer die Kombination aus Luxus und Platz im Kofferraum braucht, der ist beim Bentayga genau richtig. Und die Zahlen sind so groß, ich muss direkt mein Handy zücken, um das abzulesen. Wir haben 484 Liter Kofferraumvolumen, wenn die zweite Sitzreihe aufgestellt ist. Wenn ich die umklappe, dann habe ich ein Gesamtvolumen von 1774 Kilo. Was aber eine besonders große Zahl ist, das ist hier beim Bentayga die Zuladung. Das sieht man wirklich selten, denn wir haben hier eine Zuladung von 834 Kilo. Und davon darf ich dann nochmal 100 Kilogramm aufs Dach packen. Und selbstverständlich kann ich hier auch Anhänger ziehen. Und zwar richtig ordentliche Anhänger. Nicht nur so ein Pony-Ding, sondern einen richtigen Pferdehänger. 750 Kilo ungebremst und 3500 Kilo gebremste Anhängerlast bei einer Stützlast von 140 Kilo. Damit kriege ich dann zum Beispiel als Bentayga-Besetzer, Besitzer, nicht Besetzer, auch mein Boot weg. Den neuen Bentayga gibt es entweder in der Version Azur oder Azur, dann gibt es ihn als Bentayga S und es gibt ihn als Bentayga S Black Edition. Wir fahren die Black Edition. Los geht es bei 213.000 Euro. In der Basis kostet dieser Testwagen 236.800 Euro und so wie er hier steht, 290.000 Euro. Aber jetzt muss man an dieser Stelle noch erwähnen, dass Bentley die Preise immer netto, also ohne die jeweils gültige Umsatz- bzw. Mehrwertsteuer angibt. Wenn man die noch dazu rechnet, den also einfach so im Laden mitnehmen will, liegt man hier bei 340.000 Euro. Und ihr kennt das ja, jetzt kommt eine kurze Werbung für unseren Partner leasingmarkt.de, Deutschlands Nummer 1 beim Thema Autoleasing. Und eigentlich verlinke ich euch dann immer die Autos, die ich vorstelle. Ich glaube aber, das kann ich leider für die meisten Menschen, die auf dieser Erde leben, für so ein Bentayga S für 340.000 Euro lassen. Aber wenn du dieses Feeling, Luxus, viel Leistung, Hochsitzen, großes SUV trotzdem haben willst, ich habe dir mal die besten Leasingangebote für einen aktuellen Audi Q7 hier in die Beschreibung gepackt. Und bei leasingmarkt.de findest du nicht nur die
meisten, sondern immer die besten Angebote. Und wenn du deinen Traumwagen gefunden hast, kann übrigens auch jedes andere Auto sein, dann einfach mal komplett kostenlos und natürlich unverbindlich eine Anfrage an den Händler abschicken und dann bekommst du deinen finalen Leasingpreis zurück und kannst dann eintragen, wie lange soll das Leasing laufen, wie viele Kilometer willst du im Jahr fahren oder musst du fahren und wie viel Anzahlung kannst oder willst du dir leisten. Wenn du das machst, bekommen wir dafür eine kleine Provision und du bezahlst nicht einen einzigen Cent dafür. Also vielen Dank fürs Werbungschauen und jetzt sprechen wir mal darüber, wie wir eigentlich fahren. Kommen wir jetzt also erstmal zur Route. Die genaue Route habe ich dir hier in der Beschreibung als Google Maps Link verlinkt. Das Wichtige daran ist, sie ist 305 Kilometer lang und wir fahren diese Runde nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern dreimal mit drei unterschiedlichen Geschwindigkeitsniveaus. Einmal super sparsam, einmal so ganz normal mit 130 und zum Schluss nochmal mit Vollgas, worauf auch ich mich schon ein kleines bisschen freue. Außerdem ist wichtig, Start und Ziel sind immer am selben Punkt. Dadurch gleichen wir den Höhenunterschied auf der Route aus und haben ein sehr sauberes Ergebnis. Und die 305 Kilometer Routenlänge, die sind auch wichtig, die sind nicht umsonst gewählt, denn aus meiner Erfahrung mit den Hypermilings kann ich dir sagen, es reicht einfach nicht, nur 50 oder 100 Kilometer zu fahren und dann den Verbrauch hochzurechnen. Du musst schon wenigstens 300 Kilometer fahren, um wirklich ein verlässliches Ergebnis zu bekommen. Außerdem tanken wir immer an derselben Zapfsäule und immer auf dieselbe Art und Weise. Die Zapfpistole wird immer bis zum Anschlag reingesteckt und dann tanken wir immer genau bis zum ersten Klick voll, so dass wir den Verbrauch nicht nur aus dem Bordcomputer ablesen, sondern ihn auch tatsächlich nachmessen. Und am Ende des Videos gibt es alle Werte mit Reichweiten und Verbräuchen und Fahrzeiten und Nachtankmenge schön in einer Tabelle für dich zusammengefasst. Bleib also auf jeden Fall dran. Und zack, damit sind die 85 Liter Super Plus im Bentayga voll. Naja, bin ja auch schon 100 Kilometer gefahren. Kleiner Joke, aber das tut schon echt weh. Jetzt geht's los. Heute ist Mittwoch, der 3. Juli, 12.53 Uhr. Hier seht ihr den bisherigen Bordcomputer. Den Kurzzeitspeicher setze ich auf 0 und auch den Langzeitspeicher setze ich natürlich auf 0. Und jetzt geht's los. Ach so, wir haben eine Außentemperatur von 18 Grad Celsius. So, das wollen wir natürlich nicht vergessen. Runde Nummer 1, die sparsame 80 km/h Runde. Und hier ist dazu zu sagen, die heißt zwar 80 km/h Runde, aber ich fahre natürlich nicht überall stur 80. Ich fahre immer im Fluss der LKW, so zwischen 80 und 100, je nachdem wie schnell die sind. Stehe also niemandem im Weg. Falls mich mal ein LKW überholt, dann würde der eh den vorausfahrenden LKW überholen. Ich zwinge hier also keinen, mich zu überholen und ich bremse auch niemanden aus. Bei dieser 80 km/h Runde ist wichtig zu sagen, das ist hier kein Hypermiling. Der Reifenluftdruck ist auf dem ganz normalen vom Hersteller vorgeschriebenen Niveau und alle Komfortverbraucher sind an. Das bedeutet, die Klimaanlage steht auf 21 Grad Celsius im Automatikmodus, so ist sie auf allen drei Runden eingestellt und alle anderen Komfortverbraucher und Assistenten sind an. Ich fahre mit Abstandsregeltempomat, schon aus Sicherheitsgründen. Ich habe den Spurhalteassistent an, Verkehrszeichenerkennung, alles was der Bentayga so bietet und ich darf auch nach Herzenslust Musik hören. Und mich zum Beispiel auch von diesen tollen Sitzen hier massieren lassen. Trotzdem versuchen wir hier natürlich möglichst sparsam zu fahren. Wie macht der Bentayga das jetzt? Der hat da so ein paar Tricks auf Lager. Grundsätzlich ist mal zu sagen, die Elektronikarchitektur in dem Auto ist ein sogenanntes 48-Volt-System und kein 12-Volt-System, wie das früher bei den meisten Autos der Fall war. Das heißt, wir fahren hier einen Mild-Hybrid. Trotzdem haben wir natürlich einen dicken 4-Liter V8 Turbo da vorne drin, aber durch dieses Mild-Hybrid-System kann der erstens segeln. Das bedeutet, in Momenten, wo es bergab geht oder man nur dahin rollt, kuppelt der aus und man rollt im Leerlauf dahin und rollt so sehr lange mit einem ganz geringen Spritverbrauch. Und zweitens haben wir hier auch Cylinder on Demand. Das bedeutet Zylinderabschaltung. Im Fahrmodus Bentley, in dem wir hier fahren, der Bentley-Fahrmodus entspricht dem Automatik-Fahrmodus bei Bentley, da schaltet der Bentayga immer dann, wenn nur ganz wenig Kraft gebraucht wird, 4 von 8 Zylindern aus und man fährt dann also mit einem 4-Zylinder und dadurch wird natürlich Sprit gespart. Es gibt leider keinen Eco-Fahrmodus und auch den Custom-Fahrmodus kann ich mir hier nicht auf Eco trimmen, sondern der Bentley-Fahrmodus, das ist das Mittel der Wahl. Und sparsam ist wichtig natürlich bei so einem Auto, weil man muss sich ja auch irgendwie die 340.000 Euro leisten, um den sich hinzustellen. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Wenn du ernsthaft darüber nachdenkst, dir ein Bentley zu kaufen, dann hast du bestimmt schon mal nach Importfahrzeugen gesucht. Da gibt es zum Teil natürlich dann mit wahnsinnig vielen Kilometern und Wartungsstau, aber wirklich günstige Sachen. Zum Beispiel diesen Bentley Mulsanne hier. Da ist nur Vorsicht geboten. Check unbedingt die Historie deines Gebrauchtwagens, vor allem bei Importfahrzeugen mit der Hilfe von Carver.
vertical.com ab. Da gibst du die Fahrzeugidentifikationsnummer ein, kriegst dann Damage Report, der sagt, hier gibt es irgendwelche Vorschäden. Ist der Kilometerstand plausibel oder hat da einer dran rumgedreht? Wie viele Vorbesitzer hatte das Auto? Gab es irgendwelche Schäden, die mal irgendwo gemeldet wurden? War das Ding mal als gestohlen gemeldet? All das erfährst du im Car Vertical Damage Report. Und jetzt kommt das Beste. Für dich als Asphaltart-Zuschauer gibt es sogar noch mal 20% Rabatt auf diesen Service, sodass das Ganze auch überhaupt nicht teuer ist. Und du gehst beim Gebrauchtwagenkauf immer auf Nummer sicher. Also, danke fürs Werbung schauen. Ich fahre jetzt hier mit dem Bentayga weiter. Tanken muss ich auf dieser Runde auf gar keinen Fall. Ich bin mal gespannt, ob ich auf irgendeiner der drei Runden tanken muss. Aber was ich hier schon mal sagen kann, auch wenn es in dieser 80 km/h Runde nie um das Thema Komfort geht, es ist bei jetzt gerade 90 km/h hinterm LKW so leise, wenn es sich draußen nicht bewegen würde, dann, und ich die Augen zumachen würde beim Fahren, haha, mache ich natürlich nicht, aber auf dem Beifahrersitz und ich die Augen zumachen würde, ist es so komfortabel hier drin, dass ich schon Mühe hätte zu spüren, dass ich mich überhaupt bewege, weil das alles so weich und sanftig ist. Runde Nummer 1 ist durch. Der Bordcomputer hat einen Verbrauch von 7,0 Liter auf 100 Kilometer angezeigt. Wenn das stimmt, müsste ja jetzt bei so ungefähr 21 Litern Schluss sein. Der Sprit ist etwas günstiger geworden, ganze 6 Cent. Gucken wir mal. Und oh, sieht gar nicht schlecht aus. Wie viel es genau war auf 100 Kilometer, rechnen wir am Schluss aus. Es ist weiterhin Mittwoch, der 3. Juli. Jetzt ist es 17 Uhr. Den Bordcomputer, den habe ich gerade schon genullt. Den Kurzzeitspeicher und den Langzeitspeicher. Der Gesamtkilometerstand des Autos beträgt 1894. Das habe ich doch glatt vergessen, vor dem Start der ersten Runde euch zu nennen. Man müsste es aber in der Aufnahme sehen. Und wir haben eine Außentemperatur jetzt von 18 Grad Celsius. Los geht's hier, das setze ich natürlich gleich nochmal auf 0, dass hier wirklich 0, oder besser gesagt 0 Doppelpunkt 00 steht. So, jetzt aber ab auf Runde 2. Runde Nummer 2 ist die 130 km/h Runde und dafür erstmal schön auf die Autobahn auffahren. Ja. Und das ist noch nicht mal Vollgas, das war so angetippt. Zurück zur 130 km/h Runde, Runde Nummer 2. Also überall, wo ist das Tempolimit, die Verkehrssituation und die Witterungsbedingungen es zulassen, fahre ich 130. Überall sonst halte ich mich natürlich ans Tempolimit. Dabei sind wie in allen Runden alle Komfortverbraucher an, alle Assistenzsysteme sind an. Ich darf mich massieren lassen, ich darf hier mit dem Soundsystem Musik hören, ich darf die Sitzbelüftung und die Sitzheizung benutzen, wenn ich es denn will. Ich brauche es gerade nicht. Und vor allem ist die Klimaanlage wie in allen Runden auf 21 Grad und auf den Modus Automatik gestellt. Und apropos Modus. Der Fahrmodus, der ist jetzt hier natürlich angewählt im Modus Komfort. Denn Komfort ist auch das Stichwort bei der 130 km/h Runde. Darum soll es hier immer gehen und hier macht dem Bentayga in seiner Klasse nichts etwas vor. Jedenfalls nichts von dem, was ich bis jetzt gefahren bin. Und ich bin gefahren Audi Q8, Audi Q7, Audi SQ7, BMW X7, BMW X5, alles was es da so gibt, Mercedes GLS, da kommt nichts ran bisher, zumindest für meinen Popometer. Ich bin auch Cayenne gefahren und auch der kommt hier einfach für mich nicht ran. Wie dieses Auto im Komfortmodus jegliche Unebenheit auf der Straße einfach so konsequent wegignoriert, ist echt krass. Alles, was da auch nur kommt, wird zu so einem weichen und wohligen Durchfedern, Durchschwingen. Wirklich, das ist... Es ist wie in einer S-Klasse, nur noch besser. Du merkst einfach, das Auto, das fühlt sich noch massiver an und das liegt wirklich wie so ein Dampfer, wie so eine schwere Yacht auf der Straße. Und das ist überhaupt nicht böse gemeint und überhaupt nicht schlecht gemeint. Das ist nicht schwerfällig und plump, sondern es ist unglaublich mondän und luxuriös, wie du hier einfach über den Dingen stehst. Und dazu trägt halt auch nochmal diese hohe Sitzposition im Bentayga als SUV bei. Der letzte Bentley, der diese Fahrt hier gemacht hat, das war ja der Flying Spur. Das war auch unglaublich luxuriös und da hat sich das irgendwie auch noch mehr nach Luxuslimousine angefühlt. Aber dieses hohe Sitzen, dieses Sein über den Dingen, das macht der Bentayga schon wirklich extrem gut. Und obwohl wir die ganze Zeit nur maximal 130 fahren auf der Runde, einfach zu wissen, dass da 770 Newtonmeter schlummern, das ist ein gutes Gefühl. Das tut einfach gut. Du hast niemanden, der dir irgendwas kann auf der Straße. Du bist in der Regel immer schneller als alle anderen. Wenn da nicht gerade ein Urus kommt oder, weiß ich nicht, ein Cayenne Turbo GT oder so ein Auto aus dieser Kategorie. Aber selbst die, da bist du in der Regel nahezu gleich schnell. Und das ist einfach schön. Und ein Ding, ne, was hier noch zum Fahrkomfort unfassbar beiträgt, das ist das Soundsystem. Wir haben hier
ein System von Naim drin. Bentley arbeitet schon seit vielen Jahren mit Naim zusammen. Viele werden das gar nicht kennen, aber die Soundsysteme von denen, und dazu zählt natürlich auch das hier im Bentayga S, was ich hier ausgestattet habe, sind der Knaller. Das ist das Beste, was ich jemals im Automobilbereich gehört habe. Das war im Flying Spur schon fantastisch. Ich würde sagen, da war es sogar noch ein Hauch besser. Aber das ist auch hier im Bentayga S umwerfend gut. Ich sitze hier drin, ich höre sehr gerne Filmmusik, wenn ich so dahin gleite. Und wenn ich hier Filmmusik anmache und laut drehe, ist der Klang so klar. Und ich habe die ganze Zeit so eine Gänsehaut am ganzen Körper. Es ist wirklich irre. Falls du mal die Möglichkeit haben solltest, in einem Autohaus oder bei Bekannten oder sonst irgendwo in einem Bentley, in einem aktuellen zu sitzen, der ein Naim-Soundsystem hat, dann hör dich da mal ein bisschen rein. Probier das aus, nutze die Gelegenheit. Das ist richtig krass. Das ist, also ihr merkt schon, mir ist schwer in Worte zu fassen. Es ist wirklich ein Erlebnis und es tut mir fast schon seelisch weh oder fast schon körperlich weh, dass ich euch das im Video nicht zeigen kann. Also selbst wenn ich jetzt hier eine GEMA-freie Musik aufdrehe, kommt das bei euch ja nicht an, weil ihr es ja nur über das Wiedergabegerät hört, auf dem ihr dieses Video guckt. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ich rolle jetzt hier ganz entspannt die 130 km/h Runde durch und wir sehen uns dann gleich wieder an der Zapfsäule. Eben auf der 80 km/h Runde war der Bordcomputer sehr genau. Mal sehen, wie viel wir jetzt verbrauchen. Ich habe nämlich das Gefühl, das wird ein ganz guter Wert werden, weil diese 130 km/h von diesem 4 Liter V8 halt wirklich so völlig im Schlaf aus dem Handgelenk geschüttelt werden. Und ich bin mal gespannt, wieso die Verbräuche sich unterscheiden zwischen dem Bentley Bentayga S mit dem V8 und dem Flying Spur Speed mit dem W12. Falls du das Video dazu übrigens noch nicht gesehen hast, guck es dir gerne an. Das ist hier auf dem Kanal natürlich auch schon online. Und dann sehen wir uns jetzt gleich an der Zapfsäule. Also, bis gleich. Das war Runde 2 laut Bordcomputer mit einem Verbrauch von 10,7 Liter auf 100 Kilometer. Es ist weiterhin Mittwoch, der 3. Juli, jetzt 19.57 Uhr. Den Bordcomputer habe ich gerade genullt, den Langzeitspeicher, den Kurzzeitspeicher auch. Der Gesamtkilometerstand des Autos beträgt jetzt 2198 Kilometer und wir haben eine Außentemperatur von 17 Grad Celsius. Los geht's! Runde Nummer 3, die Vollgasrunde. Und die heißt zur Vollgasrunde, aber ich fahre natürlich überall sinnig. Ich halte mich an alle Tempolimits, es wird niemand weggedrängelt oder sowas, es wird niemand rechts überholt. Ich versuche keine Rekordgeschwindigkeit oder Rekordzeit aufzustellen. Wir fahren einfach eine zügige Reisegeschwindigkeit und gucken mal, was sich der dicke Bentayga S dann da so nimmt. Dass ich mich an alle Tempolimits halte, habe ich gesagt. Und ich fahre natürlich auch nur so schnell, wie es die Verkehrs- und die Witterungslage zulässt. Dabei sind auch hier natürlich alle Komfortverbraucher erlaubt. Die Klimaanlage steht bei 21 Grad Celsius im Automatikmodus. Und auch alle Assistenzsysteme sind an, wenn ich sie denn nutzen möchte. Also Spurhalteassistent, Abstandsregel, Tempomat und so weiter und so fort. Den Fahrmodus, den werde ich situativ benutzen. Das bedeutet übrigens, wenn es jetzt hier piept, dann sagt er hier zu schnell für Reifendruck. Das stimmt aber nicht. Das Problem hatte ich schon im Flying Spur Speed. Ich habe tatsächlich den Reifendruck kontrolliert und angepasst auf den exakt vorgeschriebenen Reifenluftdruck, bevor wir losgefahren sind. Ich weiß nicht, warum der immer piept. Das nervt ein bisschen. Wo war ich stehen geblieben? Ich werde den Fahrmodus situativ wechseln. Das bedeutet, ich fahre die meiste Zeit im Modus Bentayga, dem Automatikmodus, wo Fahrwerk und Getriebeabstufung und Motorsteuerung automatisch auf die Fahrsituation angepasst werden. Und in bestimmten Situationen wird es sicherlich vorkommen, da wechsle ich auch mal in Sport, wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, dass es lange Zeit sehr leer ist auf der Autobahn, man einfach dahin gleitet und im höchsten Gang fährt auch im Sportmodus, denn dann wird das Fahrwerk etwas straffer und dann liegt der Bentayga noch satter und souveräner auf der Straße. Aber ich denke, ein Besitzer eines Bentley Bentaygas wird nicht permanent im Modus Sport unterwegs sein, denn ich genieße an dem Auto ja gerade, dass ich so viel Leistung habe, dass das Auto so schnell ist und gleichzeitig eben auch so viel Luxus bietet. Und da sind wir schon genau beim Thema dieser schnellen Runde. Wie fährt sich das mit so einem Dickschiff so schnell? Ja, gar nicht so schlecht. Es wird jetzt halt schon lauter, ne? Also man hört ganz deutlich Windgeräusche. Was mich ein bisschen erstaunt ist, dass man Windgeräusche hier oben am Dach wahrnimmt. Da war es ganz eindeutig leiser im Flying Spur Speed. Und da merkt man einfach, dass so ein Flying Spur eben flacher ist und deutlich besser.
mache euch noch mal ein bisschen heller, deutlich besser durch den Wind schlüpft. Ansonsten liegt der Bentayga für so ein SUV wahnsinnig souverän auf der Straße. Da schaukelt sich nichts auf. Wir fahren die ganze Zeit hier so ein Stückchen über 200. Die Autobahn ist noch nicht ganz frei, deshalb ballern wir jetzt hier nicht wie bescheuert lang. Aber das fühlt sich absolut sicher an. Und es ist schon krass zu sehen, wie das Auto mit dem Antrieb selbst jenseits der 200 km/h halt auch noch absolut souverän durchzieht. Ne? Jetzt 180, Gas geben, Kickdown im Bentley-Modus, also nicht mal im Sportmodus, und bam, stehen hier schon wieder 220 drauf. Das ist sehr beeindruckend. Aber hier steht jetzt auch gerade ein Durchschnittsverbrauch von 34 Liter auf 100 Kilometer. Mal schauen, wo der sich jetzt dann noch einpendeln wird. Falls ich tanken muss, so viel ist gesagt, werde ich voll tanken. Das rechne ich natürlich am Ende im Fazit, in der Auswertung, alles brav mit drauf. Also dranbleiben lohnt sich, denn am Ende wirst du erfahren, wie viel wir tatsächlich gebraucht haben. Und das wird natürlich nachgemessen, weil wir nachtanken und dann den Verbrauch auf 100 Kilometer berechnen. Also ich freue mich, falls ich tanken muss, sehen wir uns nochmal zwischendurch hier im Video. Wenn nicht, dann sehen wir uns im Ziel am Autohof Tornau an der Zapfsäule. Und dann wird es sehr teuer für mich. Ich habe noch eine Sache vergessen beim Thema Fahrdynamik, und zwar, wer schnell fährt, möchte auch schnell wieder bremsen. Unser Bentayga S ist ja ausgestattet mit den Carbon-Keramik-Bremsen und die tun hier einen sehr guten Dienst. Und auch wenn ich sie wahrscheinlich nicht unbedingt brauche, aber das ist ein sehr gutes Gefühl. So eine Stahlbremse bremst auch sehr gut, aber so eine Keramikbremse bremst halt auch immer wieder gut. Und der ist es egal, ob sie dann doch mal ein bisschen wärmer wird oder nicht. Und das ist einfach ein gutes Gefühl, dieses Backup zu haben und hier so eine potente Bremsanlage an Bord zu haben bei einem 2,5-Tonnen Schiff, was mit deutlich über 200 km/h zu bewegen ist. Und das war Runde Nummer 3 laut Bordcomputer mit einem Verbrauch von 25,4 Liter auf 100 Kilometer. Und jetzt gibt's für euch alle Ergebnisse. Leute, was soll ich sagen? Ich habe natürlich die Werte schön für euch am Bentayga S aufgenommen. Und jetzt sind die Daten nicht mehr da. Aber egal, die Runden sind wir gefahren. Und hier kommen jetzt über ein paar schönen Fotos von diesem tollen Auto die Daten unserer Runden. Runde Nummer 1, die langsame Fahrt mit 80 km/h. Errechneter Durchschnittsverbrauch 7,05 Liter auf 100 Kilometer. Wir hatten eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 77 km/h. Wir haben 21,49 Liter nachgetankt, hatten eine Fahrzeit von 3 Stunden und 57 Minuten und kommen so auf eine Gesamtreichweite von theoretisch 1210 Kilometern. Runde Nummer 2, die normale Fahrt. Durchschnittsverbrauch 10,96 Liter errechnet, Durchschnittsgeschwindigkeit 109 km/h, wir haben 33,42 Liter nachgetankt, hatten eine Fahrzeit von 2 Stunden und 48 Minuten für die 305 Kilometer und kommen so immer noch auf eine theoretische Reichweite von 780 Kilometern. Mal zur Erinnerung, WLTP-Reichweite sind nur 650, hier hat der Bentayga also schön seinen WLTP-Verbrauch unterboten. Und Runde Nummer 3, die Vollgasfahrt, 25,6 Liter auf 100 Kilometer, Durchschnittsgeschwindigkeit satte 165 km/h. Wir haben 78,08 Liter nachgetankt, hatten eine Fahrzeit von nur 1 Stunde und 51 Minuten auf 305 Kilometer und kommen dank des 85 Liter Tanks immer noch auf eine Reichweite von 330 Kilometern. Fazit: Ich verstehe es. Ich habe immer gesagt, so ein Bentayga, das ist für mich kein richtiger Bentley. Ein Bentley darf kein SUV sein. Der muss flach und schnittig und sportlich sein. Und das muss er auch immer noch für mich. Aber ich kann nachvollziehen, warum es Leute gibt mit einem entsprechend dicken Portemonnaie, die sagen, hey komm, ich will so ein Bentayga. Wie du in diesem Auto über den Dingen sitzt, vollkommen unantastbar mit deinem 550 PS starken V8, ist einfach schwer nachzuahmen für andere Autos. Aber man muss an dieser Stelle ganz klar sagen, wer das Geld hat und Wert darauf legt, zügig zu reisen, der sollte dann tatsächlich doch zum Flying Spur Speed greifen. Denn wenn wir hier mal kurz zum Vergleich die Runden des Flying Spur ranziehen, der Bentayga hat bei 130 km/h 10,96 Liter verbraucht und der Flying Spur Speed hat bei 130 km/h nur 10,42 Liter verbraucht, also rund einen halben Liter weniger, und fährt dank seines 5 Liter größeren Tanks am Ende sogar noch weiter. Also, das wichtige Fazit, falls du dich nicht entscheiden kannst zwischen Bentayga und Flying Spur: Wenn es schnell und lange geradeaus gehen soll, nimm den Flying Spur. Und wenn du über den Dingen thronend schweben willst, dann
greift zum Bentayga S. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen, trotz dieser kleinen Panne hier am Ende, die mir wirklich sehr leid tut. Ich habe es aber für euch extra nachträglich eingesprochen. Abonniere gerne den Kanal, schreibe in die Kommentare, welche Autos du hier noch sehen willst. Und ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Und ich verabschiede mich wie immer mit den Worten: Bleibt in Fahrt, euer Eckhardt.